Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valiant Hearts Coming Home. Dankenswerterweise zur Verfügung gestellt von Ubisoft. Wir sind mit Ernst immer noch auf der Germania, diesmal aber unter deutscher Flagge und eingezogen in den Krieg. By decree of the Kaiser, the Germania was henceforth ordered to hunt convoys in the Atlantic. Ernst was faced with a grim choice. Torpedo the Pocahontas and kill his friend, or disobey a superior's direct order and risk being put to death. He had chosen to save his friend, but knew it would only be a matter of time before he was ordered to kill again. Oh, das ist, glaube ich, richtig schwierig. Kapitel 2. Zerbrochene Seelen. 1917, St. Menehould Hospital. Doctors and nurses alike tried in earnest to patch up swarms of broken bodies and wounded psyches. Anna, the Belgian nurse, battled every day against the war to save soldiers. Anna. Ah, diesmal anderes Minispiel, okay. Ja, witzig, so ein... Ich weiß gar nicht, in welchem Spiel gab es solche Quicktime-Events? Weiß ich nicht mehr, Mortal Kombat oder so. Ja, ich helfe gern. Alles gut. Die Spritze. 1914 wütete in den Schützengräben eine Typhus-Epidemie. Typhus-Epidemie. Das sind zwei Wörter. Die aufgrund der schlechten hygienischen Bedingungen ausgebrochen war. Glücklicherweise war ein Impfstoff gegen Typhus entwickelt worden, der viele Soldaten im Ersten Weltkrieg das Leben rettete. Wo bekomme ich denn jetzt das her? Ja, okay. Sometimes Anna could heal the soldiers' ailments and put them on the path to recovery. Other times, it was a matter of alleviating their pain and merely postponing the inevitable. On this day, a rare ray of hope pierced the gloom of the hospital grounds. Finally, with the arrival of new medical equipment, technological progress would be used to help the wounded of war instead of producing them. Na endlich. Surprised to see her dear friend again, Anna handled each of the wounded soldiers with care. She couldn't wait to speak with Freddy and catch up on old times. C'est bon, c'est bon.
ready. Da, muss ja echt schnell gehen. Und wenn die dann mit Röntgenstrahlen arbeiten, sollst du Schutzkleidung anziehen, ne? Fluoreszierender Schirm. Mit diesem Bildschirm konnten Röntgenstrahlen bei der Durchleuchtung sichtbar gemacht werden. Es wurde sogar ein Leuchtschirm entwickelt, den sich die Ärzte aufsetzen konnten, damit sie beide Hände frei hatten. Während des Ersten Weltkriegs wurden etwa 1 Million Röntgenuntersuchungen durchgeführt. Ob das so gesund ist. Ja, hier hat sich nichts geändert. Überall noch mal nachschauen, aber nee, das. Dann geh mal halt vorne, da wohnst, das Spiel eindeutig hinschicken will. Na, hallo, wow. Transfusionsausrüstung. Neueste Forschung auf dem Gebiet der Bluttransfusion. Gelang es, die Blutgerinnung durch Zusatz von Natrium, Citrat und Dextrose zu finden. Dies verlängert die Haltbarkeit von Blutschwellen, ermöglicht die Transfusion an der Front. 1917 begannen amerikanische Sanitäter gekühlte Blutkonserven zu benutzen. Ja. Und die Steuerung ist auch ein bisschen geändert worden. War ein Schlüssel. So, warte mal, er liegt ja direkt dahinter. Ich bin Fisch. Oh, let's see well. Na? Hol mir den doch mal. Ich jubel mal. Ja, du bist ja schon fein. Da holen wir mal das da oben, bitte. Nun Glasflaschen apportieren lassen, ne? Gefährlich. Der ist so süß. Da hinten liegt der Schal. Die Trage, eine faltbare französische Armeetrage aus dem Ersten Weltkrieg. Sie war 2,25 Meter lang und wog 10 Kilogramm. Jedes Regiment verfügte über ca. 300 Tragen und 600 Krankenträger. Verwundete vom Schlachtfeld zu evakuieren. Sanitäterarmbinden. Sie wurden den Sanitätern auf beiden Seiten getragen. Die Farbe weiß soll Neutralität signalisieren, verhindern, dass auf die Sanitäter geschossen wird. Oh. Oh, wie ätzend. Ich muss echt zweimal gehen. Da kann ich ihm überall eine in den Mund geben, so wie im ersten Teil. Egal, in der Zeit bin ich ja 5-mal runtergelaufen. Ja.
Ist so schwierig. Oh, jetzt muss ich nochmal da hoch. Wie überaus nervig. Aber naja. Da können wir noch den anderen verarzten. Dann hoffentlich mit Freddy mal reden, endlich. Drück A und irgendwie fasst das aber nicht. Oh, es ist nervig. Mal ist es vollkommen egal, ob ich in der Nähe bin oder nicht. Mal weiß ich nicht. Die Hitboxen sind ein bisschen crazy leider. Ja gut. Reunited, Anna and Freddy both took solace in the bonds of friendship. Hearing the bombs fall, Anna knew they had struck the heart of a populated civilian area. Anna! Oh, diese Deutschen immer. Always quick to act, she drove off to help the wounded. Weihnachtspakete. Die Soldaten erhielten häufig Feldpostpäckchen von ihren Familien aus der Heimat. Besonders hoch war das Paketaufkommen in der Weihnachtszeit. Regierungsstellen und Wohltätigkeitsorganisationen schickten zu Weihnachten Lebensmittelpakete an die Front und einige deutsche Soldaten erhielten sogar Miniatur-Weihnachtsbäume. Ich muss an Joyeux Noël denken. Ist auch ein Film im Ersten Weltkrieg, wo die an der Front Weihnachten feiern. Nach einer wahren Begebenheit. Super Film. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt anschauen. Ist dreisprachig, Französisch, Englisch, Deutsch und am besten auch so anschauen. Mit Untertiteln halt. War es extrem gut. Der Holzkamm. Wegen der Explosionsgefahren waren Metallgegenstände in Munitionsfabriken verboten. Um ihr Haar hochzustecken, benutzt Frauen deswegen häufig Holzkämme statt der üblichen Haarnadeln. Sau gefährlich, ey. Da hättest dich aber schon erwischt, gute Frau. Hey, wir brauchen einen Hebel. Oh Mann. Ah!
So ein super Hund, Die Feldpost. Schätzungsweise 10 Milliarden Briefe, Postkarten wurden während des Krieges verschickt. Sie waren meist kurz gehalten, ermöglichten es den Soldaten und ihren Familien aber in Kontakt zu bleiben. Die Soldaten mussten kein Pott bezahlen, die Feldpost unterlag jedoch einer strengen Zensur. In Deutschland mussten die Soldaten ihre Briefe dem Vorgesetzten übergeben, der sie stichprobenartig kontrollierte. Ab 1916 übernahm das dann eine offizielle Überwachungsstelle. Ich hab doch gar keine Wunde. Mann. Danke, weil... Ich verstehe schon, dass du verletzt bist. Aber es ist klar, ein Krieg brachte in der Gesellschaft viele Veränderungen hervor, insbesondere in der Industrie. Überall auf der Welt nahmen Frauen in den Fabriken die Plätze der Männer ein, um Waffen und Munition zu produzieren. Entgegen aller Gepflogenheiten trugen viele Frauen bei der Arbeit Hosen. Frauen, die Hosen tragen. Schon krass, was sich die Welt da in 100 Jahren so verändert hat. So, du schaust schon verletzt aus, da können wir drüber reden. Kommen wir hier wieder am Anfang raus, ne? Also warte mal, hier kann der Hund hoch. So kann ich hier runter. Den da hinten jetzt helfen. Seeing a Zeppelin creep toward the bomb factory, Freddy feared the worst for Anna. He hopped on his motorbike and raced to join her. Ah!
Ja, ich glaube wohl schon, dass wir Emil verloren haben. Oh Gott sei Dank. Just in time to see Anna emerging from the debris. She had once again put her life on the line to save others. December 27th, 1917. The Pocahontas arrived in Brest, France, to a celebratory welcome. Unknown to the old 15th, the decision had already been made to use them only for combat service support. They were not to see battle. Desperate for soldiers to fight, the French pushed hard for the newly arrived 15th to join them on the battlefield. Ja, eigentlich, ich meine, die wollten kämpfen, klar, aber they were eventually successful. The old 15th would fight under the French banner and be renamed the 369th Infantry Regiment. The Americans were once again outfitted as soldiers should be, then paired up with a French counterpart. They would now all fight together. Wir haben jetzt Kochdienst. Der Adrian Helm. Den ersten Tag des Krieges waren 77% aller Treffer Kopfschüsse, von denen 80% tödlich endeten. 1915 erhielten die französischen Soldaten Stahlhelme, die ihren nutzlosen Stoffkäppis ersetzten. Der Helm ist nach dem Ingenieur benannt, der ihn entworfen hat. Gib mir den. Na doch, Tixi Bluff. Ich höre kein Holz. Na, schaut mal, wer das ist. Hey. Okay, war die Anna das Bild gefunden. Hier wird Englisch gesprochen, Abzeichen. Französische Soldaten mit Englischkenntnis trugen häufig dieses Abzeichen, um die Kommunikation mit dem 15. Regiment der New Yorker Nationalgarde zu vereinfachen. Sehr witzig. Aber halt auch schlau, ne? Mein Potato. Da noch ein Deckel. Wo auch immer ich den hier bekomme. So, hier sehe ich nichts mehr. Ich
Voy con tu palo. Voy con tu palo. Trapaso. Okay. Wer gibt mir den Deckel, wenn ich ihm dafür Munition bringe? Machen wir das doch geschwind. Rebellen Modell 1886, Standardgewehr der französischen Armee. Dieses Zylinder-Schlussgewehr vom Kaliber 8 konnte bis zu 10 Patronen aufnehmen, hatte eine Reichweite von 250 Meter. Mit einem Bajonett, Ersatzmunition, wog das Rebellengewehr fast 5 Kilo. Keine Ahnung, ob das schwer ist oder. Boah, das muss jetzt bis da hinten hintragen, das schwere Ding. Aber das geben wir erst im nächsten Part auf. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.